Was hat Martin Scorsese da nur losgetreten, als er die Behauptung aufstellte, dass Marvel-Filme nichts mit dem Kino zu tun hätten? Im heutigen politischen Empörungsdauerzustand ist das natürlich Nahrung für Wochen und Monate, gerade für die leicht erregbare Fangemeinde um Tony Stark und Co. So verwundert es auch nicht, dass auf MoviePilot von einer, Zitat, bizarren Debatte die Rede ist. Denn in Zeiten von Egalitarismus und Subjektivismus müssen harte Meinungen, die nicht viel Rücksicht nehmen auf andere, zwangsläufig verwundern. Denn was Scorsese da ja macht, ist für alle Postideologen nahezu unerträglich. Er spricht durch die Blume vom falschen Bewusstsein jener, die Marvel-Filme tatsächlich als Kino bezeichnen wollen. Scorsese hat also wirklich etwas ins Rollen gebracht, denn immer mehr Regisseure äußern sich. Francis Ford Coppola legt noch einen drauf und nennt Superheldenfilme erbärmlich. Terrence Malick wählt noch unsachlichere Begriffe und auch Ken Loach und Fernando Meirelles haben sich geäußert. Man muss sich natürlich über all das freuen und sollte dies auch dann, wenn man mit den Marvel-Filmen ganz viel anfangen kann. Denn auch wenn die Diskussion schlussendlich nichts daran ändern wird, dass Disney weiterhin die Kinoleinwand und auch alle anderen Bildschirme dominiert, so ist es längst überfällig, dass der Unmut über den Zustand des Kinos endlich von Instanzen zur Sprache gebracht wird, die eben nicht unerhört bleiben. Wir können also getrost sagen, ja, er ist wieder da, der Kampf zwischen Apokalyptikern und Integrierten. Und es ist ein wahres Fest, denn endlich wird der richtige Dissens über den falschen Konsens gestellt. Dabei geht es tatsächlich ums Eingemachte. Hinter dem Begriff des Kinos und was dazu gehört und was nicht, verbirgt sich ganz grundsätzlich ein Kampf um das Verständnis des Films. Auf der einen Seite die, die Film als autarke und individuelle Kunstform begreifen und Kunst wiederum als jenen schmalen Bereich zwischen Wissen und Unwissen, zwischen Chaos und Ordnung, zwischen Provokation und Verfremdung. Und auf der anderen Seite jene, die im Film primär ein Industrieprodukt sehen, welches Absatz machen kann und daher einen Unterhaltungs- und Gebrauchswert benötigt, der primär utilitaristisch strukturiert ist. Die größtmögliche Unterhaltung für die größtmögliche Menge, so die einfache Logik. Und diese größtmögliche Menge wiederum rechtfertigt den Gebrauchsgegenstand Film und nobilitiert rückwirkend das Produkt und seine Nachfolger. Bereits an dieser Stelle also spaltet sich das Kino in einen Erfahrungsraum einerseits und einen Erlebnisraum andererseits. Und klar wird, was Scorsese meint, wenn er beim Thema Marvel nicht vom Kino, sondern von einem Freizeitpark spricht. Der Freizeitpark ist schließlich nicht darauf ausgerichtet, dass er wie eine Kunstausstellung oder eine Filmvorführung Skandale nach sich zieht oder gesellschaftliche Diskussionen auslöst. Er wird höchstens dafür kritisiert, dass die an sich immer gleiche Fahrt durch Loopings in der neuesten Attraktion nicht so krass und so mega ausgefallen sind wie bei der letzten Fahrt. Zentral aber sollte sein, dass diese Diskussion nicht in einem ahistorischen Raum stattfindet. Sie ist sogar eine, die den Film seit seinen Kindertagen immer wieder bestimmt hat. Genug Gründe also, um dem Thema eine eigene Episode der Geschichten des Films zu widmen. Ansonsten nämlich bleibt die Diskussion so begriffs- und theorielos, wie es so manche Online-Artikel zu diesem Streit bewiesen haben. Und damit willkommen zur zweiten Produktion. Es ist wirklich kein Zufall, dass ausgerechnet drei Größen des New Hollywoods, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola und Terrence Malick, sich zum gegenwärtigen Kino um Marvel äußern. Diese drei Regisseure nämlich verstehen sich als Autoren des Films, als solche, auf die gegenwärtig Produzenten eher allergisch als freudestrahlend reagieren. Denn diese Produzenten können sich schließlich noch sehr gut an einen Kerl namens Michael Cimino erinnern. Auch wenn der Begriff des Autoren mittlerweile als Marke geläufig ist, steckt dahinter ein filmtheoretisches Konzept, welches sich lohnt, in Erinnerung zu rufen. 1948 schreibt Alexandre Astruc einen Text mit dem Titel »Die Geburt einer neuen Avantgarde – Die Kamera als Federhalter«. In diesem Text stellt Astruc die These auf, dass der Film, Zitat, »ganz einfach dabei sei, ein Ausdrucksmittel zu werden, wie es alle anderen Künste zuvor, wie es insbesondere die Malerei und der Roman gewesen sind«. Zitat Ende. Die Diskussion um den Film als Kunst ist da zwar längst Jahrzehnte alt und doch immer noch nicht zu Ende geführt.
Nun aber soll sich all dies ändern, so Astrück, und zwar durch die Instanz des Künstlers. Film, so schreibt er weiter, wird langsam aber sicher zu seiner eigenständigen Sprache und das heißt in diesem Fall zu einer Form. Diese Form kann aber nur durch einen Künstler bestimmt werden, der seine Gedanken, so abstrakt sie auch sein mögen, auf die Leinwand bringt. Astrück dazu, Zitat: Darum nenne ich diese neue Epoche des Films die Epoche der Kamera als Federhalter. Zitat Ende. Der Begriff des Kamerastylo soll ausdrücken, dass es der Regisseur als Künstler sein muss, der dem Film seine persönliche Handschrift verleiht. Und das natürlich, obwohl der Film ein Industrieprodukt ist, an dem sehr viel, viel Geld und noch mehr Arbeitsplätze hängen. Film aber muss Autorenfilm sein, wenn er eine Form entwickeln will, so der Tenor. Astrück noch einmal, Zitat: Die Regie ist kein Mittel mehr, eine Szene zu illustrieren oder darzubieten, sondern eine wirkliche Schrift. Der Autor schreibt mit seiner Kamera wie ein Schriftsteller mit seinem Federhalter. Zitat Ende. Die Geburt des Autoren als ein sonderbares Genie, welches alle Zügel einer Filmproduktion in der Hand hält, ist sicherlich auch eine Geburt innerhalb der Moderne des Films. Eine Moderne, die das Subjekt hinter der Kamera erstarken lässt, um das Subjekt vor der Kamera in eine tiefe Krise schlittern zu lassen. Denken wir nur einmal an die Filme von Michelangelo Antonioni. Sein einzigartiger Blick auf die Welt ist oft einer des verlassenen, menschenentleerten urbanen Raums. Diese Theorie nun, die Autorentheorie, hat Karriere gemacht und das bis heute. Deswegen gehen wir auch weiterhin in jeden Film von Quentin Tarantino, egal um was es sich eigentlich dabei handelt. Autorentheorie heißt radikal verkürzt und auf die Rezeption umgeleitet, dass wir die Wahl des Films nicht nach Inhalt des Films oder nach der Form des Trailers bestimmen, sondern nach dem Regienamen, der auf dem Plakat steht. Natürlich wurde und wird die Autorenperspektive gegenwärtig stark kritisiert und das nicht nur aus der Perspektive der Cultural Studies, die mit einem Regisseur vorrangig einen weißen heterosexuellen Mann verbinden, der sich Anschuldigungen sexuellen Missbrauchs ausgesetzt sieht. Auch die Filmwissenschaft zweifelt am Konzept des Regisseurs als Instanz der Filmanalyse, vor allem an der hermeneutischen Homogenität in Sachen Werk und Autor. Diese seltsame autobiografische Verklammerung von Film und Interpretation hat nämlich schon so manch analytischen Rohrkrepierer erzeugt. Und dennoch ist der Autor eine Instanz, mit der ein gewisser Kunststatus verbunden ist. Der Gegenpart dieser Instanz ist der Produzent, der den Regisseur zu einem unter vielen Mitarbeiter degradiert und einen anderen, nämlich einen ökonomischen Blick, auf den Film wirft. Ein weiterer Franzose wird in diesem Kontext wichtig und es handelt sich natürlich um den Regisseur und Filmkritiker François Truffaut und seine Polemik »Eine gewisse Tendenz im französischen Film«. In diesem Text möchte der spätere Regisseur der Nouvelle Vague eigentlich den sogenannten psychologischen Realismus im französischen Kino umreißen und natürlich kritisieren. Viel interessanter aber ist, dass er eine Unterscheidung zwischen jenen Filmmachern etabliert, die sich als Autoren verstehen, und jenen, die nicht mehr machen, als einen Stoff bzw. ein Drehbuch zu realisieren und dabei keine künstlerischen Ambitionen hegen, die aus dem Film selbst heraussprechen. Den psychologischen Realismus verortet Truffaut innerhalb der sogenannten Tradition der Qualität. Der Vorwurf lautet, dass diese Tradition Romanvorlagen oder Drehbücher lediglich 1:1 adaptiert und dabei die Form des Films ignoriert. Diese Filme, so kritisiert Truffaut, bleiben der Vorlage so treu, dass sie Handlungen, Figuren, Motivation auf eine eindeutige Psychologisierung reduzieren und damit alles in eine Äquivalenz zur Literaturvorlage setzen. Die Kritik an dieser Werktreue aber ist eigentlich nicht der springende Punkt bei Truffaut. Man könnte eher von einer Initialzündung sprechen. Truffaut nämlich will über das Verständnis von Film als autarke Kunst sprechen. Denn was mit dieser Werktreue bewerkstelligt wird, ist eine Profanisierung der filmischen Sprache und seiner Ausdrucksmöglichkeiten. Das Drehbuch, sagt er, werde zwar zu einem brillanten Ganzen, aber dieses Ganze sei absolut formlos, so der Vorwurf. Zitat: Ein neuer Film hält Schritt für Schritt feierlich Einzug in die Tradition der Qualität. Zitat Ende. Was damit auch gemeint ist, da nicht die Instanz des Regisseurs als Autor am Werk ist, kann der Film auch nicht seine eigene individuelle Form erhalten. Im Gegenteil, die Filme werden gleichförmig und ausdruckslos, weil literarische Elemente stärker gewichtet werden als das besondere Merkmal des Films.
Wie blasphemisch wäre es nun zu behaupten, dass das Marvel Cinematic Universe eine vergleichbare Tradition der Qualität entworfen hat, eine Art Qualitätsdominante des visuellen Spektakels, hinter dem der einzelne Regisseur und sein Entwurf zurückbleiben muss. Zum Beispiel Edgar Wright. Aber doch zunächst einmal noch zurück zu Truffaut. Dessen These lautet nun, dass die Drehbücher des französischen Kinos der späten 50er Jahre eine Uniformität und, Zitat, gleichartige Hässlichkeit, Zitat Ende, präfigurieren. Was aber ist mit der Instanz des Regisseurs? Truffaut behauptet, Zitat, der Regisseur ist in ihren Augen, gemeint sind die Drehbuchautoren, der Herr, der die Bildausschnitte dafür festlegt, Zitat Ende. Und zwar Bildausschnitte für das, was das Drehbuch bereits aufs Papier gebracht hat. Truffaut aber kennt natürlich auch andere Regisseure, Regisseure, die sich als Autoren begreifen, die ihre Dialoge selber schreiben, sich eine Freiheit gegenüber der mitunter literarischen Vorlage erlauben. Er nennt zahlreiche Beispiele: Jean Cocteau, Abel Gance, Max Ophüls, Jacques Tati, viele andere. Damit macht er ein Spannungsfeld auf, und zwar eines zwischen dem Kino als Tradition der Qualität und dem bereits erwähnten Autorenfilm. Und diese Spannung kann nicht in einer friedlichen Koexistenz leben, so seine radikale Konklusion. Denn der federführende Regisseur, so die Utopie, brennt seine Vision regelrecht auf Zelluloid. Er ist der Auteur, während der andere lediglich der Realisateur ist, derjenige, der einen fremden Stoff einfach nur realisiert. Und dieser Realisateur hat im Kino natürlich eine lange Tradition. Deswegen ist es auch so interessant, dass Marvel-Regisseur James Gunn in seiner Reaktion auf Martin Scorsese diesen Umstand nicht sieht oder ignoriert und stattdessen die berühmte Karte des historischen Relativismus spielt. Auf Instagram schreibt er, dass die gleichen Argumente doch schon mal vorgebracht wurden, als es um die Western von John Ford oder Sam Peckinpah ging. Doch damit verkennt Gunn den eigentlichen Vorwurf von Scorsese und Co., nämlich, dass unter der absoluten Dominanz des Disney-Konzerns der Produzent gegenwärtiger noch mächtiger ist, als es ein David O. Selznick jemals war. Und das muss wirklich etwas heißen. Hatte dieser schließlich im Film Vom Winde verweht die Regisseure George Cukor und Sam Wood verheizt, bevor es am Ende dann Victor Fleming wurde, der in den Credits als Regisseur genannt werden durfte. Es geht also weniger darum, ob ein James Gunn immer den gleichen Film produziert oder keine eigenen Visionen hat. Es geht darum, dass der Regisseur ein Realisateur im Dienste eines Konzerns ist, der darin kein individuelles Kunstprodukt sieht, sondern einen vermarktungsfähigen Gebrauchsgegenstand. Und dieser vermarktungsfähige Gebrauchsgegenstand setzt auf Wiederholung und Gleichförmigkeit. Und dies wiederum sind Zutaten, die an einen Freizeitpark erinnern und nicht an Kino als Erfahrungsraum des radikal anderen. Der Ärger, der sich zwischen den Zeilen der großen Regisseure auch lesen lässt, ist natürlich eine Mischung aus gekränktem Stolz und Nostalgie, aber eben auch Ausdruck über ein verändertes Verständnis von der Rolle des Regisseurs und natürlich auch der Rolle des Kinos. Die Rolle ist eben mittlerweile eine, in der der Regisseur jederzeit wegen künstlerischer Differenzen gefeuert oder ersetzt werden kann. Ob der bereits erwähnte Edgar Wright bei Ant-Man oder der Regiewechsel bei Solo: A Star Wars Story, dies mag zwar nichts Neues sein, verweist aber eben auf eine Tendenz, die mit dem Namen David O. Selznick verbunden ist. Dieses Kino aber hielt auch immer, historisch gesehen, Abweichungen parat. Denn die jungen französischen Filmemacher waren es, die trotz der bekannten ökonomischen und ästhetischen Dominanten des Hollywood-Stils jene Regisseure finden wollten, die innerhalb des Systems ihren eigenen Stil besaßen. Ganz oben für François Truffaut Alfred Hitchcock, der bis heute vielleicht bekannteste Regisseur aller Zeiten, der auch unter und mit David O. Selznick gearbeitet hat. Die Frage lautet also nun, oder die Frage, die wir uns stellen müssen, lautet, ob sich bei all den unzähligen Marvel-Filmen ein solcher Regisseur noch finden ließe oder ob im Gegenteil ein etablierter Auteur mit eigener Handschrift sich viel stärker den Zwängen des ästhetischen Konformismus zu unterwerfen hat. Wie zuletzt gesehen bei Joe Wright und dem Fantasy-Film Pan, auch wenn der natürlich nicht zu Marvel dazugehört. Vor diesem Hintergrund wird klar, warum es die alten Regisseure des New Hollywood sind, die nun das Wort ergreifen. Denn es waren diese Regisseure, die inspiriert vom ästhetischen Aufbruch der französischen Neuen Welle einen neuen amerikanischen Film inmitten Hollywoods erschaffen wollten und dies aufgrund der krisenhaften Situation Hollywoods auch für einen sehr kurzen, aber prägnanten Zeitabschnitt tun konnten. Und an dieser Stelle kommt der Kinobegriff wieder ins Spiel und damit ein weiterer berühmter
Filmhistoriker. Gemeint ist der Amerikaner Tom Gunning und sein Text Kino der Attraktionen, in dem er die These aufstellt, dass das Kino von 1906 vom Zitat Akt des Zeigens und Ausstellens geprägt war. Kino ist bis 1906 weniger narrativ, sondern von seinen ausgestellten Attraktionen oder allgemeiner gesprochen von der Visualisierung des Sichtbaren dominiert. Kino ist, Zitat, die Fähigkeit, etwas zu zeigen, Zitat Ende. Dabei stellt der Historiker klar, dass dieses Attraktionselement nach 1906 natürlich nicht verschwindet, sich aber den erzählenden Film, zum Beispiel eines David Waugh Griffith, unterordnet. Und am Ende des Aufsatzes folgt dann der Schulterschluss zu seiner Kinogegenwart, und der die Idee des Kinos, der Attraktion mit dem Kinobegriff von Coppola in eine ungemeine Ambivalenz überführt. Da heißt es nämlich, Zitat, und in gewissem Sinne hat das moderne Spektakelkino, nennen wir es einmal Spielbergs, Lucas, Coppolas Kino der Effekte, eindeutig seine Wurzeln auf dem Rummelplatz und der Achterbahn. Zitat Ende. Gunning spricht in Bezug auf Indiana Jones oder Star Wars von einem Kino der neuen Attraktion, eines, welches das Kino der Effekte, welches er als das Kino der Effekte tauft. Und wenn man so will, ein Übergang ins bis heute anhaltende Blockbuster-Kino bildet und damit natürlich auch ein Endpunkt des eigentlichen New Hollywood. Gunning aber erwähnt eben auch Francis Ford Coppola. Und an dieser Stelle wird die Ambivalenz der Kritik von Coppola und Scorsese am größten, denn mit Blick auf Gunning wird klar, dass ihnen der Vorwurf des Kinos als Freizeitparkattraktion selbst einmal gemacht wurde. Und obwohl sich die Frage gestellt werden darf, ob jemand, der im Glashaus sitzt, tatsächlich mit Steinen werfen sollte, so gilt es, ein anderes Argument noch einmal stärker zu betonen. Und dies ist die Idee des Kinos als Erfahrungsraum. Denn auch wenn Coppola vielleicht zum Beispiel mit Apocalypse Now Gunnings Effektkino auch mitproduzierte, so hat er mit diesem Film doch viel stärker einen Erfahrungsraum erschaffen, den er wie folgt auf den Punkt gebracht hat, Zitat, My film is not a movie, it's not about Vietnam, it is Vietnam, Zitat Ende. An dieser Stelle verweise ich auf einen Text meines Kollegen Roman Paul Videras, der sehr ausführlich über Apocalypse Now und andere Kriegsfilme des New Hollywood geschrieben hat. Der Link befindet sich natürlich in der Videobeschreibung. Was aber lässt sich aus diesem Streit zwischen den Autoren und Marvel ziehen? Perspektiviert man ihn einmal historisch. Er zeigt einerseits eine gewisse Wiederkehr einer alten Diskussion, das stimmt. Diese aber muss deswegen geführt werden, weil die ursprünglichen Verschränkungen innerhalb der Film- und Kinoauffassung heute noch stärker davon geprägt sind, dass ein einzelner Konzern eine ungemeine Dominanz auf den gesamten Markt ausstrahlt und damit das Nadelöhr des Abweichenden nicht verschwindet, aber immer kleiner wird. Dies führt zu einer Vereinheitlichung ästhetischer Mittel, zu einer Reduktion des Regisseurs auf seine Rolle als austauschbarer Realisateur und zu einer natürlich vom Effektkino dominierten Versteifung auf Schauwerte und Spektakel. Da können von den Marvel-Apologeten so viel Shakespeare-Vergleiche gezogen werden, es hilft alles nichts. Wer den Apokalyptikern Elitarismus und Arroganz vorwirft, sollte sich nicht dem Egalitarismus und der plumpen Nobilitierung hingeben. Es war einst das zum Abschluss der große Umberto Eco, der das von mir am Anfang des Videos aufgeführte Begriffspaar von den Apokalyptikern und den Integrierten mitgeprägt hat. Er bezog diese Unterscheidung auf die in die Sackgasse manövrierte Diskussion um Adornos Kulturindustriebegriff. Die gegenwärtige Diskussion wird von denen, die das Marvel-Kino schätzen, bereits als Sackgasse bezeichnet, die dem Kino doch gar nicht helfe. Doch die eigentliche Sackgasse, in der das gegenwärtige Kino eben steckt, ist ja schon längst da und sie lautet Superheldenfilm. Deswegen gilt im Gegenteil und das ausdrücklich. Die gegenwärtige Diskussion könnte dabei helfen zu verstehen, uns in dieser Sackgassenlage einmal zu orientieren. Filmgeschichte heißt eben auch immer, einen Schritt zurücktreten zu können. Und das wäre dann ja fast schon wieder eine Erfahrung, eine, die man in einem Freizeitpark bekanntlich nicht tätigen kann. Dies sind die Grenzen dessen, was ich vermag. Der Rest gehört Ihnen.